Bei Frauen stellt das Mikro ein, bei mir nicht. Danke, Thomas. Alles gut, alles gut. Voll im Kopf. Hallo, Ludwig. Mein Name ist Wolf. Ich werde nächsten Monat 69 Jahre alt und kann mir ein paar Meinungen zur deutschen Politik leisten. Trotzdem möchte ich heute meine Freundin begrüßen von der Wolgast-Demo. Hallo, Familie! Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wie das mit Deutschland so weit kommen könnte, konnte. Einer der Gründe, das sind gekaufte Medien. Der Chef vom WDR, Tom Bögel, verdiente 2021 461.000 Euro. Dieser Mann hat von euren GEZ-Geldern einen Dienstwagen, einen 7er BMW mit Massagesitzen. Beim WDR Tom Bögel, wie gesagt, im ZDF, und bei dem Namen bin ich kurz zusammengezuckt, Norbert Himmler. Ich habe gedacht, mit diesem Namen kann man in Deutschland keine Karriere mehr machen. Dieser Mann bekommt 372.000 Euro und vom Norddeutschen Rundfunk Joachim Knut 346.000 Euro. Neben diesen hohen Leistungen, Jahresgehältern für die Geschäftsleitungen, gibt es noch monatliche Aufwandsentschädigungen, Sachbezüge, Sonderleistungen wie Dienstwagen, Altersvorsorge und Familienzuschläge. Der Chef der Gebühreneinzugzentrale, Michael Krüssel, hat versprochen, seinen Verdienst offenzulegen. Das ist ihm bis heute noch nicht gelungen. Ich denke mal, dieser Mann stößt an die Millionengrenze von euren GEZ-Geldern. Die GEZ bekommt für 945 Mitarbeiter 64 Millionen Gehälter, 12 Millionen für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und 11,5 Millionen für Betriebsrenten. Ja, das gibt's da auch. So, jetzt hat mir jemand gesagt, wie das alles passieren konnte. Das kann ich mir gut vorstellen, wer den menschlichen Körper kennt und die Form des Gehirns mit der Form des Darms vergleicht. Diese Windungen, die sind so ähnlich. Wenn man dann den Menschen zusammenbaut und verwechselt das, dann können diese Leute klug scheißen, haben aber einen Haufen Scheiße im Gehirn. Ein Paradebeispiel dieser Verwechslung ist die amtierende deutsche Bundesregierung. Das Geld, mit dem die Regierung arbeitet, ist Steuergeld von uns allen. Es ist immer leicht, das Geld anderer Leute auszugeben. Die Steuereinnahmen sind allerdings zweckgebunden. Sie müssen dazu dienen, das Wohl des deutschen Volkes zu erhalten und zu mehren. Dafür haben die Politiker einen Amtseid geleistet. Unsere Regierungspolitiker allerdings haben diesen Eid gebrochen, denn ihre Politik ist asozial. Für den NDR, asozial bedeutet gegen die Gesellschaft, und diese Politik ist gegen die Gesellschaft. Ich möchte ein paar Worte richten aus einem Lied von Esteban Cortez, den wir alle grüßen wollen. Der ist heute in Schmalkalden in Thüringen. Herzliche Grüße, Thomas Esteban Cortez. Alle, die diese Bundespolitik unterstützen, Medien, Funk, Fernsehen, auch die Polizei, hört zu, was ich zu sagen habe.
Die Textzeile lautet: Ihr habt doch selbst eine Familie zu Haus. Denkt mal ein bisschen voraus. Könntet ihr es ertragen, wenn eure Kinder euch fragen, warum handelst du nicht? Unser Geld wird auf der ganzen Welt verteilt und wir sollen sparen. Politiker, die vom Volk bezahlt werden, bestimmen, wie und womit wir heizen sollen. Was ist das für eine Irrenanstalt geworden? Aber jetzt fängt auch die Führungsriege der Grünen an zu sparen. Robert Habeck, Cem Özdemir und Annalena Baerbock fliegen gemeinsam mit einem Hubschrauber nach Berlin. Das spart 10.000 Euro. Jetzt macht Habeck den Vorschlag: Wenn wir 100-Euro-Scheine auf Berlin runterschmeißen, freuen sich 100 Berliner. Da sagt Özdemir: Wenn wir 250-Euro-Scheine auf Berlin fallen lassen, dann freuen sich 200 Berliner. Jetzt kommt Annalena: Wenn wir 500 Stück 20-Euro-Scheine auf Berlin fallen lassen, dann freuen sich 500 Berliner. Da dreht sich der Pilot um und sagt: Wenn ich euch drei jetzt runterschmeiße, freuen sich über 80 Millionen. So, ich habe jetzt ein bisschen Nachhilfeunterricht für die Freunde der grünen Klimapolitik. In der Erdgeschichte gab es Zeiten mit 3 bis 10 Mal so viel CO2 wie heute. Klimawandel gab es immer und er hatte immer natürliche Ursachen. Für alle Grünen und deren Wähler: Der CO2-Gehalt der Luft liegt aktuell bei 400 Parts per Million, also 0,04%. In den letzten Jahrzehnten lag er bei 0,03%. Und jetzt aufpassen: Sinkt der CO2-Gehalt der Luft unter 0,2, beginnt das Pflanzensterben. Mit anderen Worten: Wir alle brauchen CO2, sonst ist das Leben schnell vorbei. Ich habe das schon mal in Wolders gesagt: Wir haben hier mit einer Klimalüge zu tun. Wissenschaftlich gesagt: Du brauchst einen gewissen CO2-Spiegel im Blut, damit dein Körper den lebenswichtigen Sauerstoff auch wirklich aufnehmen kann. Unser Atemreflex, also der Drang zum Einatmen, wird durch das im Blut gelöste Kohlendioxid reguliert. Ein Sensor in unserem Körper, der Glomus Caroticum, misst das CO2 im Blut und gibt dann dem Gehirn eine Nachricht. Und jetzt: Nein, ich habe nicht studiert, ich habe Google gefragt. Seit Corona ist die ganze Welt ein Irrenhaus geworden, aber ich glaube, Deutschland ist die Zentrale. Die Österreicher sind schon froh, dass es die deutsche Bundesregierung gibt, sonst hätten sie nämlich die dümmste Regierung Europas. So, da wir hier in Lubmin sind, bietet sich jetzt Folgendes noch an. Ich will immer, dass die Leute gut gelaunt auf die Tour gehen. Und deshalb die letzten Worte meiner Rede verliere ich über die Nord Stream 2 Sprengung. Es gab die witzigsten Erklärungen und für mich war vieles Politsatire der Spitzenklasse. Der Ami war es, der Russe war es, der Pole war es, der Norweger war es. Aussagen ohne Beweise. Und wenn man irgendwo was sagt, dann muss man Beweise auf den Tisch legen und das werde ich hier jetzt tun. Ich beweise hier und heute, dass die Sprengung der Nord Stream 2 Pipeline nicht durch Mitglieder der deutschen Bundesregierung ausgeführt worden sein kann. 50% dieser Regierungspersonen sind hohl und können nicht tauchen.
Die anderen 50% können tauchen, sie kommen aber nicht wieder hoch, weil sie nicht ganz dicht sind. Ja, den Abschlusssatz habe ich mir gestern Abend noch aufgeschrieben. Warum gab es in der DDR keine Grünen? Weil Schulbildung Pflicht war.